Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von den SL Tigers im letzten Spiel gegen den EVZ im Viertelfinal. Und heute müssen wir das in der Bossart Arena endlos klären, weil wir wollen ja ins Halbfinal, gegen wer auch immer, okay, gegen wer wir auch immer dann werden spielen, das sehen wir dann im nächsten Spiel, hoffentlich, wenn wir da gewinnen werden. Aber zuerst müssen wir mal unsere Goalkasse, also machen und nicht kassieren. So, jetzt habe ich etwas durcheinander gehabt, wieder einmal. Aber wir kommen da tatsächlich noch zum Angriff. Und der Ambiu, wie in der Schweizer Nazi, macht jetzt da das nächste Goal, hoffentlich. Aber der Dostojnov kommt mit dem Pass. Aber es gibt den ersten Powerplay für uns. So, der Neu kommt am Bulli. Das gibt gerade ein Bulli-Goal. Komm schon. Okay, in dem Fall nicht. Zucker will kein Bulli-Goal kassieren, das mal. Nicht so wie in den letzten paar Matches, die wir gespielt haben. So, aber der Kuhn sucht sich den Dido Menico aus, aber der Pass kommt gerade direkt zum Stefan hin. Könnte besser sein, könnte besser sein. So, Kuhn hat ihn wieder überkommen, der Ernie auch. Und er geht gerade den ersten Feldpass mal. Und da gibt es gerade den nächsten Schiss. Oh mein Gott, nein. Ja, Zug führt 1-0. Scheiße. Okay, aber das von dem lassen wir uns nicht unterkriegen, oder wie man das mal sagt, negativ beeinflussen. Sondern wir machen da gerade den nächsten Angriff mit dem Robbie Earl. Und er holt seine Tricks aus. Aber er wird nicht erfolgreich. Schade, das wäre das Finesse. Was ist jetzt los? Okay. Da haben wir jetzt unsere ganze Wut aus Glamschneider. Okay, der ist wirklich... Oha, der ist wirklich nicht so schön weggecheckt worden. Egal, Hauptsache es hat kein Spieler von uns bereicht. So. Komm. Geben wir den Böck. Wunderbar. So, das Dostojnov. Und jetzt ein One-Hander. Aber der geht am Moser seinen Schoner rennen. Nicht gut. Komm, den hast du noch. Komm, wo willst du stören? Oh, Neukomm ist da gerade bedrängt worden. Und das erste Drittel geht mal wieder Ewigkeiten, bis wir ein Goal können erzielen. Hei, hei, hei. Nein, der Neukomm vergibt da einen von den besten Schossen in diesem Drittel. So, komm jetzt da. Stretchen. Schöner Pass zum Haberstich. Außer Pfosten leider nur. Aber der EVZ lässt einfach nicht nach. Der ist momentan einfach bei 100%. Und das ist relativ gerade schwierig, da etwas raus zu fischen, sozusagen. Eine kleine Chance oder so. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh, danke schön, Bubenhof. Schön blockt vom Genyen. Das Ried wird da weggeholt. So. Hey, das ist gerade momentan richtig schlimm, was wir da keine Top-Chance bekommen. Komm jetzt! Nein, das Dostojnov! Oh mein Gott, das leere Goal vor sich gehabt. Aber er vergibt einfach. Er vergibt es einfach, ich glaube es nicht.
Oh. Ja! Oh mein Gott, was für einen schönen Pass noch zum Neukomm. Oh mein Gott. Wie schön ist jetzt das gewesen? Ich hätte jetzt voll nicht erwartet, dass der hier geht. So, jetzt müssen wir uns aber noch konzentrieren, als wir da den Sieg holen. Okay, das ist ein schlechter Schuss gewesen. Schön blocken, jetzt Personen. Personen. Personen macht den One-Ender! Oh mein Gott! Eine Minute vor dem Drittus Ende. Ist das die Entscheidung, meine Leute? Oh, was für ein Lauf gerade. Was für ein Lauf gerade von Personen. Ach du meine Güte. Sättige Chancen müssen wir einfach nutzen und er hat es mal wieder von seiner Klasse gezeigt. Und sie nehmen wahrscheinlich jetzt noch den Goalie raus. Das ist etwa immer so. Aber jetzt kommen die Tigers und die wollen anlegen. Ja, okay, der Haberstich kommt da nicht mehr ab und lädt den Frust aus. Komm, berührt Scheibe. Ah, oh, sehr gut. Hey, sie, ja, jetzt haben sie eine doppelte Überzahl sozusagen. Und da müssen wir jetzt einfach schauen. Komm, ein bisschen Zeit schinden. Schön, wegspielen das Zeug. Nicht mehr vor das Goal kommen. Ja, komm, weg! Schön! Oh mein Gott! Wir haben es ins Halbfinale geschafft! Mit letzter Kraft! Ach du meine Güte! Ach du meine Güte, die letzten zwei Goals waren einfach der Hammer gewesen. Und wir sehen uns in diesem Fall gerade anschliessend im nächsten Spiel im Halbfinale. Wir spielen im Halbfinale gegen Lugano. Oh mein Gott. Und es ist noch Ambri und Freiburg dabei. Wenn wir es wirklich gegen die Luganese schaffen, diese Serie zu gewinnen, was ziemlich krass wäre, weil sie haben relativ starken Angriff und da müssen wir uns besonders Acht nehmen, weil die wollen natürlich auch einmal wieder den Titel gewinnen. Aber ich hoffe mindestens, dass wir gegen Lugano ein bisschen da haben und uns können behaupten können. Und wenn wir gerade selber schauen, dass sie da nicht Chance nützen wird. So. Blaser kommt mal wieder mit dem Moser. So, Schakmo räumt da den Spieler weg. Und der Dostojnov kann da schön die Scheibe sneaky peaky abmurksen. Okay, sehr scharf. Und der Dostojnov holt da raus. Aber es gibt eine Strafe. Ja, komm jetzt. Uiuiuiui, gefährlich. Okay, das erste Unterzahlspiel in diesem Spiel. Weg mit dem Böck. Dann wird's Linkins, wo ja zu den Columbus Blue Jacks gewechselt ist. Was ich relativ cool finde, dass der auch einen Schuss in der NHL bekommt. Aber jetzt muss ich
einfach schauen, dass wir sicher kein Powerplay-Goal kassieren von diesen Luganesi. Weil keine Lust, vom ersten Spiel 1-0 in der Serie hinten zu liegen. Weil das ist ein bisschen frustrierend. Vielleicht schaffen wir ja einen Sweep, wer weiß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wie viel wir in dieser Serie werden gewinnen. Ja, weisst was? Das war sicher nicht offside gewesen. Eieiei. So, schönes Bulli gewonnen. Ja. Jetzt mangelt es natürlich hinten dran. Ja, Lapierre, willst du Puff anfangen oder was? Das extra Schwalbe machst. So, jetzt ein Ambu, gönn das Bulli für uns. Dankeschön. Aber wir können auch wieder ein bisschen befreien, das ist gut. Oh, und jetzt. Über dem Goal drüber. Aber er hat die Scheiben immer noch. Die immer kommt. Räumt da den Gegner weg. Schade. Okay, er kommt allein aufs Goal, aber verwertet ihn nicht. Oh, das war jetzt ein kleiner Scheißpass gewesen. Ui, 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 ui. Nein! Was für Paraden holt unser Goalie momentan raus, ey. Komm jetzt. Bekommen wir doch die Scheiben einmal. Ja, wunderbar. Aber wir vergeissen gerade wieder. Nein. Okay. Genien kommt. Oh. Was für eine Top-Chance, ey. Und das erste, die erste Strafe seit Ewigkeiten. Gegen Lugano, ey. Es passiert momentan einfach nichts. Es ist, der Match ist einfach langweilig. Okay, jetzt wird er spannend langsam. Langsam wird er spannend, aber in dem ersten Drittel, also ja, kann man anschauen. Aber jetzt ist einfach wirklich nichts gelaufen. Bis jetzt, was es Strafen gegeben hat, hat es jetzt wenigstens ein bisschen mögen nachlassen. Mal schauen, ob wir jetzt hier irgendetwas rausholen können. Und sogar ein Pass direkt in die Mitte rein. Verwerten wir. Ist gut, 1-0 endlich einmal. Oh mein Gott, ey. Ich kann einfach gar nicht mehr jubeln, weil es ist einfach so langweilig gerade für einen Moment. Weil jeder hat Chancen gehabt, aber hat nichts daraus gemacht. Also wirklich, es ist wirklich nichts passiert. Aber jetzt wenigstens haben wir in unserem Spiel gegen Lugano das 1-0 gemacht und sind momentan einen Schritt näher im Finale. Also, ein kleiner Schritt. Mal schauen, was jetzt eigentlich der Rest vom Powerplay uns da wird bringen. Fast wäre durchgekommen, unser Russ. Schöner Schuss vom Genyen und der Ambu verwertet ihn. 2-0 im zweiten Drittel und ich glaube, Lugano wird es jetzt schwer an aufzuholen. Weil jetzt sind wir 2-0 in Führung und das ist eigentlich so relativ stark. Sicher ein kleiner Hinterhalt, also ein bisschen vorgelegt, wunderbar. Tip top.
können wir echt noch nachlegen. Oh, kommt der fast durch, unser Robbie Earl. Mit einem faszinierenden Trick, den ich selber nicht erwartet hätte, dass er den kann. Einfach mal ausprobieren. Weil momentan eben, es läuft wirklich nichts. So, das ist mal eine Chance wieder gesehen, wo sie haben können nutzen. Aber sonst ist einfach wirklich eine tote Hose in diesem Stadion. So, sie haben einmal wieder den Goalie rausgenommen und wir machen das entscheidende, nicht entscheidende 3-0. Aber es ist... Oh mein Gott, ich kann es jetzt selber noch nicht glauben, als wir es tatsächlich noch in diesem letzten Spiel gegen Zug ins Halbfinale geschafft haben. Und wir gewinnen gerade anschließend 2-0 gegen Lugano. Ey, es ist gerade so, wow. Aber ich würde mal sagen, wir machen so weiter. Und sehen uns im nächsten Video, in den nächsten zwei Spielen gegen Lugano. Ich bedanke mich, dass ihr bis dahin mit mir mitgefiebert habt. Und... Schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.